zum Thema Bezugssystem des Raumes. Eine kurze Einleitung. Ein Architekt plant ein Haus und muss selbstverständlich sämtliche Punkte im 3D-Raum genauestens orten können. Wie geht er vor? Selbstverständlich arbeitet er mit Koordinaten und diese werden wir jetzt ganz gründlich definieren. Zuerst einmal ein Punkt O und drei nicht komplanare Vektoren I, J und K, so wie hier dargestellt, bilden ein Bezugssystem O, I, J, K des Raumes. Das Bezugssystem wird so geschrieben, zwischen Klammern, zuerst den Ursprung O, dann kommt ein Semikolon und diese drei Vektoren I, J und K, die man Basisvektoren des Bezugssystems nennt, werden durch Kommas getrennt. Jetzt kommen wir auch schon sofort zu Koordinaten. In einem solchen Bezugssystem O, I, J, K haben sowohl der Punkt P als auch dieser Vektor OP als Koordinate x, y, z, dann und genau dann, wenn dieser Vektor OP gleich ist zu x mal Vektor i plus y mal Vektor j plus z mal Vektor k. Also nochmal, dieser Punkt P sowie auch dieser Vektor OP, beide haben als Koordinate x, y, z, dann und genau dann, wenn dieser Vektor OP gleich ist zu Vektor x mal i plus Vektor y mal j plus Vektor z mal k. Man schreibt P einfach mit der Koordinate dahinter zwischen Klammern und das hier ist ein vollständiger Satz. Da steht, P hat als Koordinate x, y, z. Oder auch, der Vektor OP hat als Koordinate x, y, z. Diese drei blauen Vektoren hier, x mal i, y mal j und z mal k, die werden Komponenten des Vektors OP genannt. Wenn ein Vektor als Ursprung den Ursprungspunkt vom Bezugssystem hat, das heißt den Punkt O, dann sagt man, dieser Vektor sei ein Ortsvektor. Solch ein Bezugssystem führt dann automatisch zu solch ein Koordinatensystem, in dem die drei Einheitsvektoren I, J und K jeweils gleich lang sind und jeweils rechte Winkel bilden. Um zu zeigen, dass das Bezugssystem diese zwei Eigenschaften hat, beschreibt man es nicht mehr mit I, J, K, sondern mit E1, E2, E3. E wegen Einheit. Das sind also die drei Einheitsvektoren. Ein bisschen Wortschatz. Diese drei Vektoren E1, E2, E3 sowie auch die drei Vektoren I, J, K in einem allgemeinen Bezugssystem, die werden Basisvektoren genannt. Wie schon in der Ebene nennen wir die Zahl x die Abszisse des Punktes P, die Zahl y, das ist die Ordinate des Punktes P und diese dritte neue Zahl z nennen wir das Lot des Punktes P. Warum? Weil die Z-Achse häufig senkrecht gezeichnet wird, das heißt lotrecht. Deshalb nennt man Z das Lot. Die Z-Achse nennt man dann auch die Lotachse. Und dieses Zahlentrippel x, y, z, das ist jetzt die Koordinate vom Punkt P in diesem Bezugssystem. Kommen wir nochmal auf diese Idee zurück. Also der Punkt P hat als Koordinate x, y, z, sowie auch der Vektor OP hat als Koordinate x, y, z. Das wird so definiert. Diese Definition halten wir hier nochmal fest. In einem Bezugssystem O, I, J, K gilt, der Punkt P hat als Koordinate x, y, z, dann und genau dann, wenn der Vektor OP als Koordinate x, y, z hat, und beide sind definiert als dann und genau dann, wenn der Vektor OP x mal Vektor i
plus Ypsilon mal Vektor J plus Z mal Vektor K ist. Also Abszisse, Ordinate und Lot für den Punkt P sowie auch für den Vektor OP, das sind hier bei dieser Zerlegung von OP mit den Basisvektoren, x ist die Vorzahl von i, y ist die Vorzahl von j und z ist die Vorzahl von k. Hier haben wir solch ein Bezugssystem OIJK und möchten jetzt genauestens den Punkt P mit Koordinate x, y, z im Raum orten, lokalisieren oder auch den Vektor OP. So sieht man das nicht sehr gut. Also konstruieren wir zuerst einmal die Achsen, x-Achse längs des Vektors i, die y-Achse längs des Vektors j und die z-Achse längs des Vektors k. Hier können wir jetzt Abszisse, Ordinate und Lot von diesem Punkt schön einzeichnen und hier per Schieberegler kann ich zum Beispiel die Abszisse des Punktes P oder auch des Vektors OP verändern, auch die Ordinate und auch das Lot. Um das Ganze aber besser sichtbar zu machen, könnte man zum Beispiel dieses Netz konstruieren. Hier entsteht so ein Quader und in diesem Quader können wir jetzt besser die Position von P erkennen. Hier kann man schön die Abszisse x verändern. Sie darf selbstverständlich auch negativ werden. Hier können wir die Ordinate y verändern, die ebenfalls negativ werden darf. Und hier können wir noch das Lot des Punktes P verändern. Und dieses Lot könnte eventuell ebenfalls negativ sein. Man kann hier in GeoGebra statt dieses Netz auch diesen Quader darstellen. Und in GeoGebra kann man schön einstellen, dass das, was man von vorne nicht sieht, automatisch gestrichelt gezeichnet wird. Auch hier können wir schön sehen, wie dieser Quader sich verändert, wenn wir zum Beispiel die Abszisse x einstellen oder auch die Ordinate y, sowie auch das Lot z. Eine andere Darstellung, um den Punkt P genauestens zu orten, ist diese hier. In der xy-Ebene zeichnet man die Abszisse x und die Ordinate y, also hier durch dieses Rechteck erhalten wir diesen Punkt und von diesem Punkt aus ziehen wir eine Parallele zur Lotachse. Dann ziehen wir die Diagonale von diesem Rechteck her und durch das Lot z ziehen wir die Parallele zu dieser Diagonale. Diese Parallele schneidet diese Senkrechte hier genau im Punkt P. Manchmal reicht diese Darstellung und so können wir auch sehr schön erkennen, wie sich der Punkt P verändert, wenn wir das Lot verändern, wenn wir y verändern und auch wenn wir x verändern. Man könnte auch diese Diagonaldarstellung mit dem Netz verbinden und den Punkt dann eben so genauestens orten. Das geht auch. Übrigens, diese Koordinate x, y, z nennt man die kartesische Koordinate des Punktes P oder auch die kartesische Koordinate des Vektors OP. Das Wort kartesisch kommt von dem Namen Descartes zu Ehren des französischen Mathematikers und Philosophen René Descartes, dessen berühmteste philosophische Erkenntnis wohl ist Cogito ergo sum, auf Französisch je pense, donc je suis, und das heißt, ich denke, also bin ich. Durch so definierte Koordinaten x, y, z haben wir es also mit Zahlentrippel zu tun und definieren sofort R mit einer Hochzahl 3, man liest aber nicht R hoch 3, sondern R3, das ist die Menge der Trippel von reellen Zahlen. R3 ist also die Menge
Von solchen Trippel, wo x, y und z alle drei reelle Zahlen sind. Wie addiert man solche Trippel? Schauen wir sofort in ein Beispiel. Dieses Zahlentrippel minus 2, 3, 4 plus dieses Zahlentrippel 3, 1, minus 2, aber selbstverständlich wird das definiert als minus 2 plus 3, das heißt 1, 3 plus 1, das heißt 4, und 4 plus minus 2, das heißt 2. Selbstverständlich addieren wir Zahlentrippel so. Und wir multiplizieren ein Zahlentrippel mit einer reellen Zahl, selbstverständlich wie folgt. Wir rechnen 3 mal 2, das macht 6. 3 mal minus 1 macht minus 3 und 3 mal 4 macht 12. Selbstverständlich berechnen wir das so, aber diese Art, diese Multiplikation hier zu rechnen, ist keine Distributivität. Man spricht von Distributivität, wenn diese Zahlen zwischen Klammern hier addiert oder subtrahiert werden. Werden sie aber nicht. Wir werden sofort diese zwei Definitionen allgemein aufstellen. Für zwei beliebige Zahlentrippel gilt, dieses Zahlentrippel plus das da wird so berechnet. Wir addieren die Abszissen, wir addieren die Ordinaten und wir addieren auch die Lote. Für egal welche reelle Zahl und für egal welches reelle Zahlentrippel gilt R mal dieses Zahlentrippel ABC, das ist das Zahlentrippel mit Abszisse R mal A, mit Ordinate R mal B und mit Lot R mal C. Mit diesen Definitionen werden wir jetzt weiterarbeiten. Zum Beispiel, hier haben wir zwei Zahlen Trippel. Wir sehen, man darf sie auch senkrecht schreiben. Wir addieren die, wie gerade definiert. 2 plus 2 macht 4, 0 plus 4 macht 4 und 5 plus 1 macht 6. Jetzt stellen wir den Vektor dar, der als Koordinate 2, 0, 5 hat. Wir starten vom Ursprung. Die Abszisse ist 2, also 1, 2. Die Ordinate ist 0, das heißt, wir fahren jetzt weder nach rechts noch nach links. Wir bleiben schön da, wo wir sind. Und das Lot ist 5. Das heißt, wir zeichnen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Dieser blaue Vektor hat also diese Koordinate in diesem roten Bezugssystem. Dasselbe machen wir für das zweite Zahlentrippel. Wir starten vom Ursprung. Die Abszisse ist 2, also fahren wir längs der x-Achse um 2 Einheiten. Die Ordinate ist 4, also parallel zur y-Achse 1, 2, 3, 4. Und das Lot ist 1. Dieser Vektor von O bis da, das ist also der Vektor mit Koordinate 2, 4, 1. Jetzt nehmen wir diese zwei Vektoren, diesen, und addieren sie vektoriell, das heißt durch dieses Parallelogramm. Wenn man das ganz präzise macht, dann findet man diesen Vektor und liest dann die Koordinate von diesem Vektor ab. Dieser Vektor, Summe von den zwei anderen, hat als Koordinate, wir starten von da, 1, 2, 3, 4, längs der y-Achse 1, 2, 3, 4 und jetzt noch das Lot 6. Wir sehen hier also, dass die Vektorenaddition hier durch das Parallelogramm konstruiert, genau mit der Addition von zwei Zahlentrippel übereinstimmt. Denn hier hatten wir als Summe der zwei Zahlentrippel 4, 4, 6 gefunden. Und durch die Summe mit dem Parallelogramm finden wir den Ortsvektor mit Koordinate 4, 4, 6. Dann schauen wir auch noch, ob das schön funktioniert, wenn wir ein Zahlentrippel mit einer reellen Zahl multiplizieren. Wie eben definiert, berechnen wir diese Multiplikation durch 2 mal 2 macht 4, 2 mal 3 macht 6, 2 mal 1 macht 2. Und wenn man diesen Vektor 2, 3, 1 konstruiert, 1, 2, 1, 2, 3, 1, dann findet man diesen Ortsvektor. Und wenn man diesen Ortsvektor zweimal nimmt, dann findet man diesen hier. Einmal
zweimal, das ist dieser Ortsvektor. Und die Koordinate von diesem Ortsvektor, das ist die Koordinate von diesem Punkt. Und dieser Punkt hat als Koordinate, lesen wir ab, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und als Lot 1, 2. Das heißt, auch hier stimmt die Multiplikation eines Ortsvektors mit einer reellen Zahl genau mit der Multiplikation der Koordinate dieses Ortsvektors mit dieser reellen Zahl überein. Frage, ist das immer so oder ist das nur so in diesen zwei Beispielen? Das ist immer so und wir werden das sofort hier verallgemeinern, indem wir uns auf diese Definition hier basieren. Das ist die wichtige Definition der Koordinate eines Punktes sowie auch der Koordinate eines Ortsvektors. Zuerst werden wir dieses beweisen. Um zwei Ortsvektoren in einem Bezugssystem OIJK zu addieren, genügt es, ihre Koordinaten zu addieren. Also, wenn der Ortsvektor OA als Koordinate A1, A2, A3 hat und wenn der Ortsvektor OB als Koordinate B1, B2, B3 hat und wenn der Ortsvektor OP bestimmt wird als vektorielle Summe der zwei Ortsvektoren OA und OB, dann kann man daraus schließen, dass die Koordinate vom Ortsvektor OP nichts anderes ist als die Summe dieser zwei Koordinaten. Beweisen wir das. Wir starten selbstverständlich von diesen Ideen, die da. Wir wissen, dass der Punkt A als Koordinate A1, A2, A3 hat, was bedeutet, dass der Ortsvektor OA dieselbe Koordinate hat und das wiederum bedeutet, dass dieser Vektor OA so längs der Basisvektoren zerlegt werden kann, und zwar dieser Ortsvektor OA, das ist A1 mal I plus A2 mal J plus A3 mal K. Genau dasselbe gilt für den Ortsvektor OB. Der Ortsvektor OB, das ist B1 mal I plus B2 mal J plus B3 mal K. Da schreiben wir schon mal hin. Der Vektor OP ist also Vektor OA, der so längs I, J und K zerlegt werden kann, plus Vektor OB, der so als Linearkombination von I, J und K geschrieben werden kann. Diese Klammern dürfen weg und dann setzen wir die I-Termen zusammen und klammern den Vektor I aus. Dasselbe machen wir für Vektor J und Vektor K. Und somit haben wir gefunden, dass wir den Ortsvektor OP so als Linearkombination der drei Basisvektoren I, J und K schreiben können. Und somit muss die Vorzahl von I die Abszisse von diesem Ortsvektor sein, die Vorzahl von J ist dessen Ordinate und die Vorzahl von K, das ist dessen Lot. So sagt es die Definition. Daraus können wir also sofort die These schließen und fertig. Wir machen genau dasselbe mit der Multiplikation eines Vektoren mit einer reellen Zahl. Um einen Ortsvektor in einem Bezugssystem OIJK mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, genügt es, seine Koordinate mit dieser Zahl zu multiplizieren. Als Angabe haben wir also Punkt A mit Koordinate A1, A2, A3 in diesem Bezugssystem und Ortsvektor OP ist eine reelle Zahl R mal Ortsvektor OA. Um diese Multiplikation mit Zahlentrippel mit Koordinaten vorzunehmen, reicht es also, diese Koordinate mit R zu multiplizieren. Wir werden das sofort beweisen. Das ist unsere Hypothese. A hat als Koordinate A1, A2, A3. Das bedeutet durch die Definition der Koordinate, dass man den Vektor OA zerlegen kann in A1 mal I plus A2 mal J plus A3 mal K. Dann tun wir das auch. Ist gemacht. Und diese Zahl R
Die darf jetzt durch Eigenschaften der Vektorrechnungen sofort hier verteilt werden. Hier ist es sehr wohl eine Distributivität, denn wir haben da zwei Pluszeichen. Der Vektor OP kann also so geschrieben werden. Es ist R mal A1 mal I und das Produkt der zwei reellen Zahlen dürfen wir zwischen Klammern setzen. Plus R mal A2 mal J plus R mal A3 mal K. Hier sehen wir also wieder, Ortsvektor OP wird so als Linearkombination der drei Basisvektoren I, J und K beschrieben. Dann muss die Vorzahl von I die Abszisse von dem Vektor sein, die Vorzahl von J dessen Ordinate und die Vorzahl von K dessen Lot, was zu beweisen war. Also stimmen die Operationen mit Ortsvektoren genau überein mit den Operationen von deren Koordinaten. Genau das werden wir jetzt anwenden in zwei Beispielen. Erstes Beispiel. Seien im 3D-Raum ein Bezugssystem O, E1, E2, E3, also hier sind die Einheitsvektoren mit der Länge 1 versehen und sie sind 2 zu 2 senkrecht zueinander. Wir nehmen ein beliebiges Tetraeder ABCD, A, B, C, D. Das, was man von vorne nicht sehen kann, ist hier gestrichelt dargestellt worden. Dieser Punkt M ist die Mitte von der Strecke AB. M ist die Mitte der Strecke AB. Wir achten auch sehr darauf, wie wir das schreiben. Eine Strecke wird beschrieben mit Hakenklammern. A' ist der Schwerpunkt des Dreiecks BCD, also ist A' der Schnittpunkt der drei Mittellinien von diesem Dreieck BCD. Und G ist der Schwerpunkt des Tetraeders ABCD, den man sehr schnell konstruieren kann, indem man A mit A' verbindet und diese Strecke in vier gleich langen Strecken zerlegt und den Punkt G am ersten Viertel von A' aus zeichnet. Das ist der Schwerpunkt vom Tetraeder ABCD. Nehmen wir auch an, dass die Koordinaten der vier Punkte A, B, C und D so allgemein angegeben werden. Weil die Operationen mit den Vektoren genau übereinstimmen mit den Operationen ihrer Koordinaten, kann man sehr schnell beweisen, dass der Vektor AB als Koordinate die von B minus die von A hat. Darin erkennt man natürlich Schall. Man kann auch sehr schnell beweisen, dass dieser Mittelpunkt der Strecke AB als Koordinate diese hat. Man nehme die Koordinate von A, also A1, A2, A3, plus die von B, B1, B2, B3 und teile diese Summe einfach durch 2. Um diese Formel zu beweisen, kleiner Tipp, Leersatz des Parallelogramms. Man kann auch sehr leicht beweisen, dass die Koordinate von A', Schwerpunkt des Dreiecks BCD, nichts anderes ist als die Summe der drei Koordinate von B, C und D geteilt durch 3. Wir nehmen also B1, B2, B3 plus C1, C2, C3 plus D1, D2, D3 und teilen diese Summe einfach durch 3. Hier ist die Koordinate sofort fertig geschrieben. Wir rechnen die Summe der Abszissen dieser drei Punkte BCD, teilen diese Summe durch 3. So haben wir die Abszisse von dem Schwerpunkt. Jetzt nehmen wir noch die Summe der Ordinaten der drei Punkte, teilen diese Summe durch 3. Dann haben wir die Ordinate von dem Schwerpunkt. Jetzt addieren wir noch B3, C3 und D3, teilen diese Summe durch 3 und das ergibt dann das Lot von diesem Schwerpunkt. Um die Koordinate vom Schwerpunkt des Tetraeders ABCD zu berechnen, gehen wir ähnlich vor, aber dieses Mal haben wir vier Punkte, A, B, C und D. Wir nehmen einfach die Koordinaten dieser vier Punkte, addieren sie und teilen diese Summe durch 4. Diese Formel ist sehr leicht zu beweisen durch die Übereinstimmung der Operationen in V und in R3. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Beispiel.
Wir haben hier folgende Situation. Von diesem angegebenen Würfel mit Kantenlänge 3 schneidet man das Tetraeder PCFA ab. Und zwar entsteht dieses Tetraeder, indem man das hier respektiert. Die Länge von P bis C ist genauso groß wie die von P bis F. Und diese Strecke ist nochmal genauso lang wie die Strecke PA. Diese Länge, diese gemeinsame Länge, kann ich hier schön per Schieberegler einstellen. Die kleinstmögliche Länge ist natürlich 0. Dann haben wir gar kein Tetraeder, sondern nur diesen Eckpunkt des Würfels. Und die größtmögliche Länge K ist selbstverständlich die Seitenlänge des Würfels. Die ist 3. Stellen wir das so ein bisschen zurück. Jetzt kommt die Aufgabe. Wähle zuerst mal ein Bezugssystem des Raumes in dieser Situation und berechne dann die Koordinate vom Schwerpunkt S des Dreiecks CFA und die Koordinate vom Schwerpunkt G des Tetraeders PCFA. Wählen wir zuerst ein Bezugssystem. Hier im 3D-Fenster brauche ich eigentlich nur die Achsen einzuschalten. Und ich hatte das so vorbereitet, dass die Kantenlänge des Würfels effektiv 3 ist. Wir sehen da 3, auch hier 3 und auch da 3. Jetzt sollen wir die Koordinate vom Schwerpunkt S von diesem Dreieck CFA berechnen. Wir stellen das ein bisschen größer so. Den Punkt S können wir so schön deutlich erkennen. Das ist der Schwerpunkt von diesem Dreieck CFA. Und die Koordinate von diesem Schwerpunkt S hängt selbstverständlich vom Parameter K ab. Um diese Koordinate zu berechnen, brauchen wir eigentlich nur die Koordinaten von C, F und A zu addieren und diese Summe durch 3 zu teilen. Die Koordinaten von C, F und A sind sehr schnell festgelegt in diesem Bezugssystem. Wir addieren jetzt einfach die 3 Koordinaten und teilen diese Summe durch 3. So haben wir die Koordinate vom Schwerpunkt dieses Dreiecks CFA. Und diese Koordinate hängt selbstverständlich von diesem Parameter K hier ab. Jetzt konstruieren wir noch den Schwerpunkt von diesem Tetraeder PCFA, das ist dieser Punkt G, und in diesem Bezugssystem nehmen wir einfach die 4 Koordinaten von P, C, F und A, addieren die und teilen diese Summe dieses Mal durch 4. Es ist selbstverständlich, dass die Koordinate von diesem Schwerpunkt ebenfalls von diesem Parameter K hier abhängt. Übrigens, da ich das Ganze dargestellt habe im 3D-Fenster von GeoGebra, kann man auch effektiv dieses Tetraeder da einfach wegnehmen, so, und so erkennt man schön deutlich dieses Dreieck CFA mit seinem Schwerpunkt. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen dreht, dann erkennt man hier im Tetraeder effektiv den Schwerpunkt G etwas deutlicher. Übrigens, das Haus aus der Einleitung, das ist nicht irgendein beliebiges Haus, sondern meins. Und das hat auch so nicht der Architekt gezeichnet, das habe ich so gezeichnet und das mit einer Testversion von diesem Architektenprogramm SketchUp. Ich zeige es mal kurz herunter in einem kleinen Video, wie man das Haus dann drehen kann. Man kann schön erkennen, wo ich den Ursprung des Bezugssystems gewählt habe. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch die 3 Achsen, die X-Achse, die Y-Achse sowie die Z-Achse. Man kann sich so das Haus in sämtlichen Richtungen anschauen. Man kann sogar Bemaßungen angeben. Das ist alles maßstabgerecht eingegeben. Und diese Bemaßungen, die im Video zu sehen sind, die waren eigentlich, um dann hier hinter dem Haus sowie auch vor dem Haus Pflastersteine legen zu lassen. Deshalb hatte ich das alles so gezeichnet. Es ist nun mal so, alles ist Mathe. Aber Mathe ist nicht alles. Jedoch ohne Mathe ist alles nichts.